Hallo, heute möchte ich mich mit einer Anfrage aus dem Industriemeisterforum vom 4.4.2019 befassen. Ein User, der bei der SGD einen Fernlehrgang gebucht hat zum Industriemeister, findet in seinen Unterlagen eine Aufgabe zur Hydraulik. Die Fragestellung lautet: Eine hydraulische Hebebühne hat die Kolbendurchmesser Groß D gleich 250 und Klein D gleich 20 mm. Die Last soll um 500 mm angehoben werden. Wie viele Kolbenhübe sind am Kolben mit dem Durchmesser D erforderlich, wenn der Hub desselben 60 mm beträgt? Ohne Skizze ist die Frage scheinbar sinnfrei. Aber wenn man dann verstanden hat, dass es hier einen antreibenden Kolben gibt und hier einen eigentlichen Arbeitskolben, dann macht das auch wieder Sinn, weil hier soll die Last letztlich auf der großen Fläche nach oben bewegt werden, hier vielleicht über Handkraft der kleine Kolben auf und abwärts bewegt werden. Und dementsprechend ist jetzt natürlich die Frage, wie viele Hübe muss jetzt der kleine Kolben machen, damit praktisch der große Kolben diesen Weg tatsächlich zurücklegt. Also gesucht ist die Anzahl der Hübe und letztlich ist das ja eigentlich verhältnismäßig einfach, denn hier war die Schwierigkeit tatsächlich nur Umsetzen der Fragestellung. Wir sehen, dass der große Kolben ein Volumen überstreichen muss, das hier zum Beispiel V1 ist. Naja, und das ist ein einziges Mal zu füllen und V1 ist nichts anderes als, naja, A1. Wäre die Fläche mal der entsprechenden Höhe, hier eben auch der Hub von 500 Millimetern zum Beispiel. Trage ich das hier gleich ein. Auf der rechten Seite sehen wir, das Volumen, das sich jetzt hier drin ergibt, errechnet sich aus V2 gleich. Wenn wir bei dem Index 1 bleiben, wäre das A2 mal der Höhe hier 60 mm, aber natürlich mal Anzahl n. Und wir können selbstverständlich jetzt aus der entsprechenden Gleichgewichtsforderung, Volumen müssen gleich groß sein, schließen, dass V1 gleich V2 ist. Und wenn wir das jetzt einsetzen, sehen wir sofort, aha, A1 ist nichts anderes als 250 Millimeter Quadrat Pi Viertel mal 500 Millimeter. Gleich A2 wäre dann 20 Quadrat Millimeter Quadrat Pi Viertel mal 60 mal n. Naja, und wenn man den ganzen Zauber jetzt im Grunde genommen nach n auflöst, dann geht das ganze Spielchen folgendermaßen. Mit Grün wollen wir mal die Lösung vorbereiten. Pi kürzt sich raus, weil auf beiden Seiten vorhanden. 4 kürzt sich raus, weil auf beiden Seiten vorhanden. Und nun sieht man natürlich schon sofort, dass im Grunde genommen das, was als Produkt hier oben steht, in den Nenner dort drüben geht. Und wir hätten es dann hier tatsächlich damit zu tun, dass das 250 Quadrat Millimeter Quadrat fliegen hier also auch raus, geteilt durch 20 Quadrat mal 500 Millimeter. Wenn wir sie dann mitgeschrieben hätten, wäre das auch eine schöne Sache gewesen. Kürzt sich heraus, geteilt durch 60 gleich n ist. Wenn man das Ganze noch so ein ganz kleines bisschen schlau umformen, kann man sagen, das Quadrat kann man natürlich auch nochmal herauseskalieren. Und dann wäre das nichts anderes als Klammer auf 250 geteilt durch 20 in Klammern zum Quadrat. Die 50 können wir natürlich, können wir die 10 hier auch entsprechend herauskürzen. Wäre also nichts anderes als mal 50 durch 6. Wenn wir das jetzt nochmal weiter vereinfachen wollten, könnte man auch hier die 0 nochmal herausnehmen und sagen
25 durch 2, das wären also 12,5 Quadrat, mal 50 durch 6. Und das tippe ich doch mal jetzt ein in meinen super Taschenrechner hier. Dann sind das nichts anderes als, genau gucken, 12,5 Quadrat, such, 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 mal 50 geteilt durch 6, habe fertig. Das heißt also, die Anzahl der Hübe, die der kleine Kolben machen müsste, würden jetzt 1302 abgerundet sein. Also Hübe, wenn man so will, ne? Fertig. Ja. Super leichte Aufgabe an für sich. Allerdings die Fragestellung des Schreiberlings unverantwortlich, denn ohne eine sinnhafte Skizze zu der Aufgabenstellung sind solche Aufgaben zweckfrei und eigentlich auch nicht lösbar. Ja, ich hoffe, es hat mir ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.